ziemlich knapp das Ganze. Aber wir haben es geschafft. Sie sind aufgehalten. Und jetzt schnell zu ihm. Komm schon, schnell. Wow! Da unten, bei der Nein! Tür. Wir haben sie erwischt! Mach sie fertig! Und ich dachte, wir hätten's. Dreckschwein! Schön. Gib mir Deckung, ich geh vor. Willst das? Dann tun wir's. Wo sind die denn? Ah, die kommen von da. Das Problem ist halt jetzt, dass sie wissen, wo ich bin. Sonst könnte ich sie ja alle nach und nach ausschalten. Warum zeigt ihr mir nicht alle an? Da ist doch einer hinter. Die schießen auf ein kleines Mädchen. Ich wollte gerade sagen unbewaffnet, aber nee, unbewaffnet ist sie ja nicht. Hey Arschlöcher! Bin ein Mädchen, lasst mich in Ruhe! Was? Normalerweise killt der Pfeil immer mit dem ersten Schuss. Auch bei dem nicht? Ich glaub's ja nicht. Na komm schon! Aber zwei von denen sind verletzt. Den haben wir gekillt und der hat eine Flinte gehabt. Ja, ihr müsst euch schon zu mir trauen. Da oben ist noch einer. Arschloch, sagt er zu dem Mädchen. Oh! Au! So viel zum Thema, ich werde brennen. Da hat er ja gar nicht so Unrecht gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass er ernst macht und einen Molotow reinschmeißt. Oh mein Gott, nein! Ah, komm schon. Der war gemein. Man schlägt keine Frauen. Schießen ist das eine. Ah, Leute. Das sind aber auch echt viele hier, oder? Also wir müssen das Ganze jetzt immer, Gott sei Dank, wenigstens in einer etwas besseren taktischen Position hier. Das war echt, ich war da so umzingelt gerade. Und der hat eine Flinte, wenn ich die kriegen kann. Batz, Headshot. Oh, ich glaube, da kommen meine Freunde. Ich muss sagen, ich freue mich momentan darüber, wenn Zombies kommen. Weil die kümmern sich schön um die Soldaten. Nein, ich kann die Flinte von dem nicht aufheben. Scheiße. Aber meine Zombie-Freunde kümmern sich schon darum. Oder Jungs, ihr macht das. Aber nicht um mich kümmern, um die. Nicht um mich. Um die Soldaten sollt ihr euch kümmern. Jetzt habe ich nämlich sonst ein Problem, wenn da vier Klicker sind. Na, mit denen bin ich nicht so glücklich. Ich habe mich eigentlich gefreut, weil ich dachte, hey, die Soldaten sind mal los, aber mit vier Klickern bin ich jetzt auch nicht so zufrieden. Ob das jetzt eine bessere Position ist als früher, ich weiß auch nicht. Können natürlich versuchen abzuhauen. Er versteckt sich da immer noch. Und die Zombies bleiben da hinten. Wow! Der hat mich jetzt aber überrascht, du. Ja, komm!
der hat mich jetzt aber wirklich überrascht. Ganz ehrlich, ich habe vorher extra nochmal geguckt, da war doch sonst keiner mehr. Also Jungs, mehr als böse sowas. Also wofür messer ich eigentlich, wenn er das immer abblocken kann? Sehr cool. Komm her, ey. Weißt du, da sind ja nur 4 Zombies, aber lauf lieber zu mir. Genau, Idiot. Ah, jetzt kommen die Zombies natürlich auch zu mir. Aber ich verteile dir schön die Headshots. Hohoho, ich bin so ein Headhunter. Woo! Noch jemand? Haha. War das geil. Na, Arschloch. Ganz gute Idee natürlich, wenn da Zombies sind, zu mir zu kommen. Och, komm schon, Mädchen. Das hättest du jetzt aber wirklich noch beenden können. Weißt du, ich gebe da Headshot. Schieß ihn sogar an. Aber diesen einen Messerstich zu machen, das kannst du dann nicht, oder wie? Och, komm, ey. Weißt du, vor allem er lässt mich die Zombies wegklatschen und kommt dann zu mir. So ein Arsch. Ja, nochmal treffe ich die nicht. Ja, siehst du, nochmal treffe ich nicht nur die Köpfe. Das ist auch... Ah, jetzt dreht er um. Ja, das ist doch gut. Ah, jetzt gehen sie mit ihm spielen. Warum mögen sich die Zombies eigentlich gegenseitig? Warum kloppen die sich nicht gegenseitig die Köpfe rein? Ich verstehe es nicht. Aber immerhin ist der Soldat jetzt tot. Der hat mich ja wirklich, der hat mich ja am meisten abgefuckt. Weißt du, der, die Zombies verfolgen ihn und er rennt zu mir. Beziehungsweise ich schieße ihn sogar noch an und dann, also wirklich, nicht normal. Ich meine, wir können natürlich versuchen, den auch mit dem Messer zu killen. Das ist riskant. Sehr riskant, aber es kann klappen. Sonst ist da keiner mehr, ja? Na komm, wir versuchen das. Na gut. Also, sie hat nicht mal das Messer angezeigt. Dann halt nicht. Ist wieder eine krasse Stelle hier, ne? Aber ich meine, jetzt... Hier sind es jetzt weniger, weil die kloppen sich da. Und wir sind woanders gespawnt. Wer genau kloppt sich denn jetzt da? Mit Fäusten, das ist ja kein Soldat dann. Die werden ja direkt gebissen normalerweise. Außer wenn ich es bin. Ich werde immer direkt fertig gemacht. So, Arschloch. Wie geht's deiner Muschel, deinem Muschelkopf? Ach, du lebst immer noch? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Normalerweise killst du die mit 2 Schüssen! Also manchmal, ganz ehrlich, das erinnert mich natürlich auch wieder an das Haupt-Let's Play, weil da war es genauso. Da hatte ich auch oft solche Momente, wo ich nur dachte, what the fuck, wie unfair. Weil manchmal killst du die natürlich mit 2 Schüssen ohne Probleme. Jetzt gerade habe ich ihm ja sogar in den Kopf und alles, ja, aber nö. Nö, sterben, das ist nicht angesagt gerade. Das ist schon ein bisschen unfair. Oder auch, dass der jetzt zum Beispiel ganz genau weiß, wo er hin muss, obwohl ich ja gar nicht da entdeckt wurde, sozusagen. Ja gut, dann halt nicht. Oder wollen die nur hier hinten spielen gehen? Oder auch eben das mit dem Messer, weil normalerweise, wenn du dich mit dem Schleichenmodus anschleißt, dann kannst du den messern, aber eben mal wieder nicht. Also es ist, manchmal verstehe ich das Spiel auch heute noch nicht, im Haupt-Let's Play war es genauso, dass Sachen manchmal funktionieren, manchmal nicht und irgendwie, pff, ja. Ich habe die Logik hinter diesem Schleich- und Kampfsystem auch damals schon nicht ganz verstanden und heute auch noch nicht, weil es irgendwie manchmal nicht so ganz durchdacht ist, glaube ich. Aber egal, wir gehen jetzt Richtung Tür und versuchen mal, ob das klappt, ohne dass ich die kille. Hier ist jedenfalls keiner mehr, der mich überraschen will. Oder haben wir dann wieder einen, der uns aus der Ecke anspringt? Nein. Sieht nicht danach aus. Also ab zur Tür.
in die ich natürlich nicht darf. Wahrscheinlich erst, wenn ich alle gekillt habe. Ah, warte mal, hier haben wir eine Flinte. Nein, aber nicht. Nur Munition für eine Flinte, die ich nicht habe, oder? Ja, ihr beide und ich, ne? Aber eben habe ich 5 Schuss auf den Klicker alleine gehauen. Das hat nicht geklappt. Ich müsste den anderen erstmal loswerden. Wenn ich den loswerden kann, dann können wir es machen. Ja, der kommt. Und jetzt sind wir es wieder. Nur ich und der Klicker. Und voll in den Kopf. Und er lebt natürlich trotzdem noch. Und noch ein Schuss. Und ja, also Sterben ist heute echt nicht angesagt. Also das ist mal ein resistenter Huren, so ein Klicker gewesen. Ganz ehrlich, Leute. Falls mich jemand hört, denkt nicht mal dran, mich zu überraschen. Sonst geht's ja für eure Freunden. Genau ja. Das. Ja? Ja. Ja? Ja. Ah, jetzt darf ich endlich hin. Ich hätte auch eben schon ohne Probleme das Tor aufmachen können. Aber ich muss natürlich erst wieder alle killen hier. Okay, ich glaube, wir haben wieder einen Szenenwechsel. Aber die Musik ist cool. So, wir sind also wieder in einer anderen Szene jetzt. Mit Riley unterwegs. So ein Arm ist immer gut als Sperre. Los, Mädels! Na los! Ja, was denn? Hier das Ding, komm! Nehmen wir den Karren. Ich habe keine Waffe. Außer meinem Messerchen. Lauf! Oh mein Gott, lauf! Ja, ich bin hier. Nein! Du blödes Rexy! Bam! Bam! Oh Gott! Nein! Schön in den Kopf, genau. Komm, die Treppe hoch. Das Gerüst, darüber kommen wir raus. Los, da steht Exit, raus hier. Infizierte! Oh, hinter uns sind sie auch. Hier lang. Lauf, Riley, lauf! Boah, du bist aber ganz schön am Sprinten. Mist! Mir nach! Ellie! Alles okay, lauf weiter! Du hast ein offenes Fenster! Komm schon. Überall kommen Zombies! Wir sind fast draußen! Lauf, Ellie! Ellie, dein Arm. Nein.
Nein, 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 nein. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße! 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 Davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins, wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei, wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Komm, verschwinden wir hier. Wow, okay, also. Das DLC Left Behind, das war's auch schon. Ja, etwas kurz natürlich. Es ist zwar nur ein DLC, man bezahlt 15 Euro. Und natürlich steckt da auch wieder eine Menge Arbeit hinter. Das ist es nicht, das bezweifle ich nicht. Trotzdem ein bisschen kurz. Für 15 Euro hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich muss sagen, von der Qualität her, finde ich, ist es wirklich auf dem Niveau vom Hauptspiel. Jetzt haben wir also auch erfahren, wie die gute Ellie gebissen wurde. Aber wir wissen ja, dass sie eben nicht draufgegangen ist, sondern dass sie immun geworden ist. Und mit Joel gekämpft hat. Schönes DLC, finde ich, kann man gespielt haben, wenn man das Hauptspiel mochte, Last of Us. Dann war auch das hier, Left Behind, tolles DLC. Ich bin mal gespannt, vielleicht kommt da ja noch mehr, vielleicht kommt irgendwann später mal Last of Us 2. Ich fand es jedenfalls schön, das gespielt zu haben und ich bedanke mich auch bei den paar Zuschauern, die dabei waren. Danke dafür, ich lasse euch die Credits laufen und wünsche euch einen schönen Tag wie immer. Ich bin raus, euer Walle, bye bye.
Thank you.